Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Syberia mit der Kate Walker. Ich habe nochmal geguckt, ich krieg diesen Mauspfeil einfach nicht aus dem Spiel raus. Ich habe keine Ahnung, es tut mir leid. So, und dann habe ich nochmal Revue passieren lassen. Also, er hier, mit dem hatten wir ja gequatscht. Und der hat uns ja wieder zu dem Doktor geschickt, ne? Ich würde sagen, wir quatschen jetzt nochmal mit dem Doktor. Das wird schon irgendwas damit auf sich haben. Weil sonst würde er nicht sagen, dass ich mit ihm reden soll. Vielleicht müssen wir nur die richtigen Fragen stellen. Der hat ja dann, glaube ich, immer abgebrochen, ne? Wir haben ja schon mal mit ihm geredet. Was brauchen wir denn überhaupt? Wir haben... Wir haben dieses Seepulver und diesen komischen Haken. Wir müssen mal gucken, was wir dann zur Auswahl haben. Wir bräuchten Geld... Rein theoretisch, ne? Eigentlich brauchen wir Geld. Komm, Kate. Ansonsten werde ich dann in der nächsten Runde mal nachschauen, wenn ich jetzt hier nicht weiterkomme. Auch wenn ich das immer sehr ungern tue. Aber es bleibt dann irgendwann auch nichts anderes übrig. Also, ja, es wird schon was noch übrig bleiben, aber wir wollen ja auch ein bisschen Fortschritt haben. So, wann hältst du denn deinen Vortrag, Doktor? Was möchten Sie denn wissen, liebes Kind? Was wollen wir wissen? Kate, Mission, Hilfe? Hast du Geld für mich? Professor, es ist mir etwas unangenehm, aber wissen Sie, als ich abfuhr, dachte ich nicht, dass ich große Mengen Bargeld benötigen das würde. Das haben wir aber schon mal gefragt, aber oder? Aber jetzt, nun ja, kurz gesagt... Mein liebes Kind, das täte ich gerne. Aber bei dem Hungerlohn, den mir die Universität zahlt, ich habe ja schon Schwierigkeiten, meine bescheidenen Ausgaben zu decken. Oh, ich wollte Sie nicht in Schwierigkeiten... Wenn ich an das Beispiel von Hans denke, hat sich die Universität denen, die einen Dienst erwiesen haben, immer erkenntlich gezeigt. Aber das ist Sache unserer Rektoren. Stimmt. Ich muss jetzt gehen. Hatten die uns eine Aufgabe gegeben? Ich weiß es gar nicht mehr. Warte mal, wir müssen nochmal mit den Rektoren reden. Dass wir denen dann irgendwie einen Dienst erweisen. Tja, Dienst. Was war denn der Dienst? Die Vögel da wegzubekommen, oder? Ich grübel gerade ein bisschen. Das ist auch ein bisschen länger her gerade alles. Weil ich echt Probleme mit diesem Spiel hatte, das hier wieder zum Laufen zu kriegen. Bin echt heilfroh, dass es jetzt klappt, auch wenn wir diesen komischen Mauszeiger hier drin haben. So, ihr drei da oben, ihr drei Weisen. Meine Herren, ich bitte Sie, diese erneute Störung zu entschuldigen, aber ich habe ein kleines Problem. Ein kleines Problem? Ein kleines Problem? Kleine Probleme haben wir alle. Wie behält man... Und auch die Züge fahren weit. Ja, wir reden und reden. Schon! Mein Gott, wie schnell die Zeit vergeht. Wir sind sehr erfreut, Ihre Bekanntschaft gemacht zu haben. Ich danke Ihnen vielmals. Mit denen kann ich nicht reden. Das gibt's doch nicht. Und nu? Kate, was haben wir denn hier noch so? Oh nee, das ist das Menü. Zurück zum Spiel, bitte. Okay, ich kann hier nichts anklicken. Kann man das irgendwie kombinieren? Nein. Hat irgendjemand Probleme beim Sehen? Das ist ärgerlich hier. Ich stehe echt auf dem Schlauch. Hier können wir nur mit ihm hier reden und der ist aber grimmig, ne? Entschuldigen Sie bitte. Darf ich Sie mal gucken? Nein. Sie könnten ruhig... Und Sie? Ja. Ich probiere einfach mal zu kombinieren hier wieder. Geht nicht. Da oben an der Leiter stand ja noch der eine. Der war neu, ne? Hatten wir mit dem schon alles gequatscht gehabt? Der hier? Oh, jetzt... Oh,
juckt. Guten Tag. Psst, reden Sie doch leiser. Psst, alle sagen Psst. Entschuldigen Sie, aber ich dachte mir, Sie könnten mir vielleicht weiterhelfen. Ja, helf mir mal weiter. Sehen Sie denn nicht, dass ich beschäftigt bin? Was studieren Sie denn? Das geht Sie nichts an. Professor Pons, sagen Sie? Würden Sie mich jetzt bitte in... Ja, ich will ja auch zu der Lesung. Es geht ja nicht los. Pff. Was brauchen wir denn? Ey, ich habe keine Ahnung. Wir bräuchten eigentlich diese Beeren, ne? Diesen wilden Wein für die Vögel. Die bräuchten wir. Und da hat ja dieser Bahnhofsleiter, der rückt ja irgendwie nicht so richtig mit der Sprache raus. Hatten wir den Pons schon mal nach den Bären gefragt? Konnten wir ihn dann überhaupt fragen nach Bären? Hatte ich jetzt nicht drauf geachtet gehabt. Bitte, Pons. Komm schon. Was möchten Sie? Ich muss jetzt gehen. Hä, nein? Wieso? Was möchten Sie denn wissen, liebes Kind? Hier, die hier, ne? Nee, das sind ja die Pilze. Vögel. Mein Zug hielt in einer ganz erstaunlichen Voliere. Es scheint, als hätten dort unzählige Vogelarten Zuflucht gefunden. Auch wenn die Ornithologie nicht mein Spezialgebiet ist, so muss ich zugeben, dass dieser Bahnhof der Stolz unserer Universität ist. Er dient nicht nur dem Empfang der Studenten, sondern auch dem seltener Vogelarten der ganzen Welt, die sich hier weiter fortpflanzen. Ach ja? Welche zum Beispiel? Kennen wir das schon? Man erzählte mir von einem Vogel mit merkwürdigen Lebensgewohnheiten. Lassen Sie mich mal nachdenken. Der amazonische Kuckuck, genau. Ja. Leider erinnere ich mich nicht mehr, was ihn so besonders macht. Amazonisch? Wo liegt Amazone? Was ist das für ein Land? Es tut mir aufrichtig leid, liebes Kind, aber man kann schließlich nicht alles wissen. Die Spezialisierung ist der Schlüssel zur wissenschaftlichen Erkenntnis. Gehen Sie doch mal in die Bibliothek. Ja, da war ich ja schon. Vielen Dank. Da war ich doch schon. Können wir ihn... Mein Zug hielt in einer ganz... Auch wenn die Orni... Ach ja? Amazon. Es tut... Vielen Dank. Okay. Wissen Sie, wo sich die seltenen Wald-Sauvignon-Sträucher befinden, die hier in Barockstadt kultiviert werden? Und was lässt Sie vermuten, dass es hier Sauvignon gibt? Das habe ich in einem Buch in der Bibliothek gelesen. Aha. Nun ja, fragen Sie doch den Bahnhofsvorsteher. Wenn es sowas hier gibt, weiß er das besser als jeder andere. Der hat mich doch zu Ihnen geschickt. Ich fand das ja auch komisch. Aber er sagte mir ausdrücklich, ich solle den Paläontologen fragen. Sie sind doch der Einzige. Ja. Also sowas. Nun ja, dann hat er sich wohl getäuscht. Ich weiß von nichts. Dann müssen Sie sich eben an die Herren Rektoren wenden. Immerhin sind die für unsere Universität verantwortlich. Das werde ich tun. Danke. Was ist denn jetzt los? Okay, aber das war neu. Ich muss jetzt gehen. Ich hoffe, ich habe Sie nicht zu sehr gestört. Wie bitte? Aber nein, ganz und gar nicht, liebes Kind. Okay, warum machen die denn hier so ein Geheimnis um diese Dinger? Komm, wir gehen jetzt nochmal zu den Direktoren. Bevor ich das sonst irgendwie vergesse, dass wir mit dem... Weil der schickt uns jetzt zu den... Alter, der Bahnhofsvorsteher schickt uns zum Doktor. Der Doktor schickt uns zu denen. Wir, die schicken mich jetzt auch nochmal weiter. Aber immerhin, oder? Ich weiß nicht, ich hoffe. Oh, komm schon, bitte. Ich hoffe, das war jetzt die Lösung. Ich dachte, wir hätten damals alles gequatscht mit dem... So, Leute. Jetzt nochmal Tacheles hier. Wo sind diese scheiß Pflanzen? Meine Herren, ich bitte Sie, diese erneute Störung zu entschuldigen, aber... Ein kleines Problem. Die behält man für sich. Das mal eben. Und auch die Züge fahren weiter. Wir reden und reden. Schon. Wir sind sehr erfreut, Ihre Bekanntschaft gemacht zu haben, junge Frau. Ich danke Ihnen vielmals, meine Herren. Hä, warum kann ich sie denn nichts fragen? Warte mal, können wir den... Botanik... Hä,
Hä, er hat doch gerade gesagt, wir sollen mit denen reden. Warte mal, Meine Herren, ich bitte Sie, diese erneute Störung zu entschuldigen, aber ich habe ein kleines Problem. Ein kleines Problem? Ein kleines Problem? Kleine Probleme haben wir alle. Ich lasse es mal eben durchlaufen und überspring's nicht. Für sich. Und das Leben geht trotzdem weiter. Und auch die Züge fahren weiter. Ich hab's aus Versehen übersprungen. Oh, ein Glück habe ich es nochmal getestet jetzt. Hier, Sauvignon. Sind Sie sicher, dass es keinen amazonischen Sauvignon in Barockstadt gibt? Ich habe nämlich gerade den Bahnhofsvorsteher und den Paläontologen gefragt. Ihre Antworten lassen gewisse Zweifel zu. Und doch müssen wir darauf beharren. In Barockstadt wächst kein einziger Sauvignon-Strauch. Wissen Sie, junge Frau, der amazonische Waldsauvignon ist eine sehr seltene Pflanze, die nur unter ganz besonderen Bedingungen wächst. So ist es. Und diese Bedingungen zu schaffen, ist extrem kompliziert. Kompliziert ja, aber nicht unmöglich. Der Garten ist in dieser Hinsicht wirklich gelungen. Hä? Der Garten? Ich denke, es geht nicht. Es gibt also einen Garten in Barockstadt. Oh, wenn es einen gäbe, dann nur einen winzig kleinen hinter dem Bahnhof. Er wäre jedoch der ganze Stolz unseres Bahnhofsvorstehers. Letzterer würde sich übrigens mit viel Hingabe darum kümmern. Dort würde dann alles wachsen und wir hätten den Sauvignon seinen gärtnerischen Fähigkeiten zu verdanken. Und wären davon höchst angetan. Aber man dürfte auch nicht die genialen Kompetenzen des Paläontologen vergessen. Was hat der Paläontologe mit dieser Sache zu tun? Ohne ihn und ohne sein Labor, wie könnten wir da unseren Wein herstellen? Und was wäre das für ein Wein? Nicht wahr, teure Kollegen? Ach ja, der exquisite und entspannende Abschluss eines langen Arbeitstages reich an Verantwortung. Wir würden jedes Jahr voller Ungeduld darauf warten, die ersten Tropfen eines neuen Jahrgangs zu genießen. Nun gut, fassen wir also zusammen. Sie sagen also, dass es in Barockstadt tatsächlich Sauvignon gibt, der in einem Garten hinter dem Bahnhof wächst und vom Wärter gehegt, vom Paläontologen zu Wein verarbeitet und schließlich von Ihnen genossen wird. Habe ich das richtig verstanden? Deswegen sagen die mir das nicht? Sie ziehen da etwas voreilige Schlüsse. Alter, wollt ihr mich verarschen? So haben wir das nicht gesagt. Sie verdrehen uns das Wort im Mund. Sie haben anscheinend nicht verstanden, dass wir im Konjunktiv geredet haben. Doch, doch. Ich hatte mir schon so etwas gedacht. Das behalten Sie aber für sich. Ja, wir wären Ihnen sehr verbunden, wenn dies alles unter uns bleibt. Verstehen Sie, diese kleine lokale Produktion umfasst gerade mal ein paar Flaschen pro Jahr. Ja, wirklich. Nicht ausreichend, um damit zu handeln. Man würde sich ja strafbar machen. Wie dem auch sei, wir können auf Ihre Verschwiegenheit zählen. Seien Sie unbesorgt. Ich hatte nicht vor, mich in Ihre Angelegenheiten zu mischen. Alter. Okay, ich hoffe, das reicht jetzt. Wir reden und reden. Dabei ist bereits Teestunde. Ja, schon. Ja, Teestunde. Wir sind und tschüss. Ich danke. Was für Pisser, Alter. Nur damit ihr Wein süffeln können. Okay, wir reden jetzt nochmal mit dem Bahnhofsvorseher. Und sagen dem, ich hoffe, wir können denen jetzt einfach sagen, ja, die haben uns gesagt, dass du beim Garten die Dinger anbaust. So ein bisschen lügen. Mehr oder weniger lügen wir ja nicht. Oh Gott, ich hoffe, bitte, bitte, bitte. Alter, was machen die denn auf? Wie dumm. Die wussten doch, dass wir den brauchen, um das Problem mit den Vögeln zu lösen. Bestimmt voll die Alkis, ey. Okay, mit ein paar Flaschen im Jahr wirst du, glaube ich, nicht zum Alki. Allerdings, man sagt ja, sobald eine Gewohnheit drin ist, ist das Alkoholismus, ne? War das nicht irgendwie so? Das heißt, wenn du dreimal pro Jahr trinkst und du trinkst jedes Jahr dreimal pro Jahr, dann ist das ja schon wieder eine wiederkehrende Gewohnheit, weil es immer dreimal pro Jahr ist. Ist man damit dann schon Alkoholiker? Keine Ahnung. Komm bitte. Drückt mir die Daumen. Sonst resigniere ich hier. So, Keule. Jetzt mal raus mit der Sprache. Hallo, entschuldigen Sie bitte, aber ich bräuchte noch einmal Ihre Hilfe. Sehen Sie denn nicht, dass ich zu tun habe? Nein. Das habe ich aber. Viel zu tun. Aber nun gut. Ich denke, ich kann Ihnen kurz zuhören. So, wer? Sie haben mir etwas vorgemacht. Ja! Sie wussten, dass es Waldsauvignon-Sträucher im Garten des Bahnhofs gibt. Aber keineswegs. Ich habe Ihre Sauvignons noch nie gesehen.
Alter. Jetzt hören Sie aber mal auf. Ich weiß alles. Ihre kleine Schmuggelgeschichte mit den Rektoren, das in eine Weinkälterei verwandelte Labor von Professor Pons. Also wirklich. Schmuggelgeschichten, da gehen Sie aber ein wenig zu weit, mein Fräulein. Eine kleine Ernte für den persönlichen Verbrauch, mehr nicht? Sie sollten sich schämen. Haben Sie auch nur einen Moment an den Ruf dieser ehrenwerten Universität gedacht? Man müsste Sie anzeigen. Aber ich bitte Sie, wir haben doch niemandem etwas getan. Das ist doch kein Verbrechen. Öffnen Sie mir die Tür zum Garten, wenn ich bitten darf. Aber ja. Sofort, mein Fräulein. Ein Glück. Oh, jetzt schnell hinterher, da nicht, dass er uns abhaut. Das wird jetzt die Tür da hinten sein, ne? Oh, wow, endlich. Huhu. Cage, wir sind so detektiv. Naja, mehr oder weniger. So, dann ist nur die Frage, wie geht's dann weiter? Okay, dann kriegen wir die Bären. Die Bären können wir bestimmt dann benutzen, um da unten die Vögel wegzulocken. Und dann kommen wir da die Leiter hoch. So stelle ich mir das jetzt vor. So, jetzt können Sie den Garten in aller Ruhe besichtigen. Was ich noch sagen wollte, ich bin kein Lügner. Die ganze Sache musste geheim gehalten werden, verstehen Sie? Du bist ein Lügner. Der Ruf der Universität, meine Vorgesetzten. Man kann nicht immer so, wie man möchte. Ich verstehe. Kein Grund zur Beunruhigung. Ich danke Ihnen, mein Fräulein. Ja, die machen jetzt hier wirklich nichts krass Schlimmes. Da würde ich auch ein Auge zudrücken, glaube ich. Aber teilen könnten sie ja immerhin mal. Okay, desto mehr sie teilen, desto mehr Leute wissen es, desto früher fliegt es auf. Auch wieder so eine Sache. So, was hier? Wo? Sauvignon, wo bist du? Ein Birkenwald? Da! Ja! Kate! Nimm und gönn dir! Da haben wir so. Sauvignonbeeren. Ah, wie gut. Okay, und die geben wir jetzt den Vögeln. Ich hoffe, das klappt jetzt alles so. Nicht, dass man da jetzt noch irgendwas machen muss. So, Kate. Wo waren die Vögel nochmal? Die waren direkt neben unserem Zug, ne? Wo wir gehalten hatten. An dem Bahnsteig da. Da war ja die Leiter, wo da unten die drei oder vier waren. Ich weiß nicht mehr genau. Das müsste hier oben gewesen sein. Yay! Yeah! Noch ein zweiter. Yay! Yeah! Ja, da. Drei Stück sind's. So. Bitte. Guck mal hier. Leute. So. Ja! Oder? Komm, gib ihm einfach. Schmeiß sie irgendwo hin. Ja. Lauft, ihr kleinen Viecher. Kate, Treppe hoch. Leiter hoch. Okay, und da oben müsste jetzt rein theoretisch irgendwie dieser Adler sein, ne? Der Defekte. Ich hoffe doch. Oh Gott, Kate, pass bloß auf da. Noch eins höher. Schön, dass sie hier extra nochmal einen neuen Screen gemacht haben. Ja, da ist er. Ah, und da nisten die drinnen gerade. Okay. Was haben wir denn da? Da ist das Kuckucksei. Das ist echt unerreichbar. Nein, Kate! Warte! Haken. Hä? Hatten wir nicht eine Zange? Hä, bin ich jetzt total blöde? Hä? Warte mal. Ich hatte doch eine Zange gehabt. Wo ist die denn hin? Aber ich glaube, ich habe einen Speicherstand davor geladen. Na okay, ist nicht schlimm. Wir müssen nur nochmal ins Büro zurück und uns die Zange holen. Okay. Ja, dann würde ich sagen, mache ich hier mal eine Pause. Dann hole ich schnell die Zange. Das nehme ich jetzt noch nicht nochmal auf. Die liegt ja da beim Professor. Die hatte ich ja letztes Mal gesehen gehabt. Ich habe scheinbar einen Speicherstand zu früh geladen. Tut mir leid. Aber immerhin sind wir weitergekommen. Okay, ihr Lieben, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir die Zange haben.
Und dann hoffentlich brauchen wir nicht noch mehr. Dann danke ich euch und bis zum nächsten Mal bei Siberia. Bis denn. Bye bye. Kate. Bye bye.